Ja, heute Wasser oder Wein mit einem Weinscholle in Neustadt. Der Hauptstadt sozusagen des Pfälzer Weins, könnte man das so sagen. Und neben mir ist der Herr Brechtl, Landrat aus dem Kreis Germersheim. Germersheim ist ja kein Weinlandkreis. Oh, das meinen manche, aber wir haben doch ungefähr 500 Hektar Weinanbau bei uns im Landkreis. Aber natürlich nichts im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen, die mitten in der Weinregion sind. Ja, aber das ist nicht Thema, sondern Thema ist Ihre Funktion nicht als Landrat, sondern als Vorsitzender des Zweckverbandes öffentlicher Nahverkehr. Ich sage mal so kurz ausgedrückt. Ne? Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Süd. Ja, Sie haben es mehrmals heute sagen müssen. Ne? Dürfen. Heute in Weinstadt und auch hören müssen. Ne? Genau. Ja, ja. Zweckverband, der Zweckverband. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach der Zweckverband öffentlicher Nahverkehr, insbesondere der öffentliche Nahverkehr natürlich? Also der Zweckverband, das sind ja alle Kommunen gemeinsam miteinander versammelt, um die Aufgabe Schienenpersonennahverkehr gemeinsam nach vorne zu bringen. Insofern hat der Zweckverband eine sehr große Bedeutung. Da sind bei Verbandsversammlungen sind alle Oberbürgermeister und Landräte natürlich versammelt, die dann gemeinsam Projekte besprechen, wie wir den Personennahverkehr sowohl über die Schiene, aber auch im Busbereich nach vorne entwickeln können. Und von daher denke ich, das ist eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe. Wir haben es auch heute schon mehrfach gehört, denn wir sind in der Lage, wir wollen ja auch Klimaschutz betreiben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Menschen mehr für den öffentlichen Personennahverkehr begeistern, weil man damit auch Kohlendioxid sparen kann. Wir haben beispielsweise ein Zukunftsprojekt vor uns, Pfalznetz. Und wenn wir das realisieren, können wir allein durch das Pfalznetz 5 Millionen Liter Dieselkraftstoff pro Jahr einsparen. Das wurde schon angedeutet durch diese Batteriezüge, die wir mit einerseits mit Oberleitung fahren können, ne? Was natürlich effizienter ist, ne? Sage ich mal so, ne? So wie ich das von meiner Technik, von meinem technischen Verstand her verstehe. Ne? Und auf der anderen Seite aber auch Strecken, die nicht elektrifiziert sind, fahren können, die bisher von Diesellok genutzt worden die sind. Die Vorzüge der neuen batteriebetriebenen Nahverkehrszüge wurden denn auch in den Reden zum Bahnjubiläum hervorgehoben, auch was die Anbindung des Elsass an die Pfalz betrifft. Aus einer wunderschönen Stadt wie Neustadt beispielsweise nach Straßburg fahren kann. Und es gibt viele andere Projekte dieser Art, die wir noch anstreben, aber das hier wird erstmal richtig gefeiert. Ich freue mich sehr, dass wir heute 175 Jahre Eisenbahn feiern und es ist immer so, man blickt zurück und blickt nach vorne und das passt eigentlich ziemlich gut. Also, lieber Herr Rudolph und alle Mitglieder dieser tollen Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich bin total beeindruckt, das möchte ich sagen, von diesen tollen alten Loks und Waggons und der ganzen Atmosphäre dieses Lokschuppens. Es ist toll und es ist ein ganz toller Rahmen, um etwas Modernes mit der Bahn vorzustellen, ein Jubiläum zu feiern, zurückzublicken und nach vorne zu schauen. Vielen Dank auch für das großartige ehrenamtliche Engagement, das Sie alle hier an den Tag legen, auch dem Herrn Kraus, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, dem Vorgänger, wie? Herr Kaiser, naja fast, Herr Kaiser, Entschuldigung, also auch Ihnen. Also vielen Dank für dieses Durchhaltevermögen und dass wir heute auch hier sein dürfen. Dankeschön an Sie. Doch auch in Rheinland-Pfalz werden akkubetriebene Züge eingesetzt werden. Ein Prototyp fuhr die Gäste von Ludwigshafen nach Neustadt, darunter auch Bahnchef Richard Lutz. Außer Bahnchef Lutz war auch andere Prominenz gekommen, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer, in Neustadt geboren, und Landrat Brechtl, der mir für den Wasser- oder Woi-Talk zur Verfügung stand. Ich will auf das zurückkommen, was Frau Ministerpräsidentin gerade gesagt hat. Wir gucken zurück und gucken auch gleichzeitig nach vorne. Und ich finde auch das, was wir bislang so und was ich so an Eindrücken mitgenommen habe, passt da perfekt. Es geht auch um Tradition und Herkunft und es geht um Innovation und Zukunft. Die Fahrt, die wir hierher gemacht haben in den Akkuzügen von Stadler, verdeutlichen das sehr schön, dass Tradition eben auf Moderne trifft und übrigens ganz praktisch auch tatsächlich die Eisenbahn im Sinne Klima das Verkehrsmittel der Zukunft ist, weil wir eben das mit Abstand klimafreundlichste Verkehrsmittel sind. Insbesondere dort, wo wir auf elektrifizierter Infrastruktur unterwegs sind, aber auch dort, wo es nicht so ist, wird entweder elektrifiziert, Stichworte wurden schon
genannt, Eifelstrecke Ahrtal. Und in den anderen arbeiten wir eben tatsächlich mit alternativen Antrieben, alternativen Kraftstoffen. Dafür sind diese Akkuzüge ein wunderbares Beispiel. Das zahlt das schon auf, Gesagte das bestätigt dann auch im Talk Herr Brechtl. Das Prinzip ist ja, dass in diesem Pfalznetz bisher ausschließlich Dieselzüge fahren. Und wir haben jetzt die Ausschreibung auch durchgeführt für die nächste Generation von Zügen. Und da haben wir uns alle Kommunen, die ich vorhin genannt habe, dazu entschlossen, dass wir auf diese Batteriezüge umsteigen. Das heißt, wir werden keinen Dieselkraftstoff mehr verbrauchen, sondern wir werden ausschließlich über Batterie, über Elektro werden wir fahren. Und dazu braucht man gewisse Oberleitungsinseln. Denn alle Strecken können wir nicht gleichzeitig elektrifizieren. Und diese Züge sind in der Lage, zum Beispiel in Neustadt, in Winden oder in Ludwigshafen zu halten, dann ihre Batterien aufzuladen. Die Passagiere steigen ein und dann fahren sie über weite Strecken auf Batterien. Wir haben heute erfahren, die können 225 Kilometer fahren, nur aufgrund ihrer Batterieleistung, und sind damit in der Lage, diese Dieselzüge, die heute noch fahren, komplett abzulösen. Und das ist ein großer Schritt in Richtung Klimaschutz. Tradition, diese wird im Eisenbahnmuseum gepflegt. Hier nochmals ein paar Bilder. Ja, wir sind hier im Eisenbahnmuseum, das ja ehrenamtlich betrieben wird. Also vor ein paar Jahren habe ich mal einen Film gemacht über die Zellertalbahn, die Ihnen sicher bekannt ist, die auch ehrenamtlich betrieben wird. Da ist der Zusammenhang, die Eselsbrücke sozusagen. Ja, und die Resonanz war eigentlich ganz gut gewesen. Bereits 2014 besuchte ich mit Kamera und Mikro die Zellertalbahn. Später sagte mir Frau Baumbauer, dass das Projekt Aktivierung der Zellerbahnstrecke zugunsten des Baues des Hochmoselüberganges zurückgestellt wird. Der Hochmoselübergang ist nun fertig und die Zeiten haben sich durch knappe Energie und Klimawandel geändert. Die Zellertalbahn wird nun reaktiviert. Die notwendigen baulichen Maßnahmen an der Strecke sollen 2023 abgeschlossen sein. Gerade in Ihrem Landkreis von Germersheim bis Landau gibt es eine Strecke, die aktiviert werden soll. Ganz genau. Wir haben mehrere Zukunftsprojekte vor uns. Über das Pfalznetz haben wir bereits gesprochen. Und wir möchten natürlich noch verschiedene Strecken reaktivieren. Denn wenn man die Menschen in die Züge bringen möchte, dann muss man denen die natürlich auch vor die Haustür fahren lassen. Und wir haben eine Reaktivierungsstrecke Landau-Germersheim. Da haben wir bereits eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht. Die ist ganz knapp gescheitert. Aber wir haben jetzt neue Kriterien, wo auch der Klimaschutz berücksichtigt ist. Das war vorher nicht der Fall. Und wir lassen jetzt eine neue Nutzen-Kosten-Analyse machen und hoffen, dass wir dann diese Klippe überspringen, dass wir den entsprechend volkswirtschaftlichen Nutzen nachweisen können, damit wir diese Strecke Landau-Germersheim reaktivieren. Und wir haben noch eine weitere Strecke, nämlich Landau-Herxheim-Rülsheim, die wir ebenfalls reaktivieren möchten. Ja, so in der Vergangenheit ist mir das Gäubeinl in der Erinnerung. Da ist aber nichts mehr übrig. Ne? Bis auf in der Landschaft ein paar kleine Brückchen über den einen oder anderen Graben, sage ich jetzt mal. Und verschiedene Wirtschaften, ne? Das sind wir wieder beim Wasser oder Woll, die den Namen noch haben, Bahnhofswirtschaft oder so ähnlich. Oh ja, das haben wir. Bahnhofstraße und so ähnlich. Daran sieht man ja, dass schon vor 150 Jahren, wir feiern ja 175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz, und vor 150 Jahren war es schon möglich, dass die Bahn auch kleinere Orte miteinander verbunden hat, wie zum Beispiel beim Pfefferminzbähnel. Und das ist leider abgebaut worden im Zug der letzten, nicht nur in der letzten Jahrzehnte, ja, das ist relativ früh schon abgebaut worden. Ja. Aber wir sind jetzt dabei, wir möchten die Bahn wieder zu den Menschen bringen. Wir möchten auch ergänzend Busnetz verdichten, damit die Menschen auf einfache Art und Weise nicht immer mit dem Auto fahren müssen, sondern sich auch mit dem Personennahverkehr bewegen können. Ja, Herr Brechtl, dann alles Gute auf die Bahn natürlich und auch auf den Zweckverband öffentlicher Nahverkehr. Dankeschön. Und wenn ich jetzt auch ein Glas hätte, würde ich mit Ihnen darauf anstoßen. Auf die Zukunft der Bahn.